Kaylee Cuoco kann sich damit rühmen, dass sie eine der am höchsten bezahlten Fernsehschauspielerinnen ist, nachdem sie in The Big Bang Theory mitgemacht hat. Jetzt, da sie auch in der HBO-Serie The Flight Attendant mitspielt, hat Cuoco eine ziemliche Verwandlung durchgemacht. Wir zeigen euch, wie sie sich über die Jahre verändert hat. Kaylee Cuoco spielte ihre Rolle in The Big Bang Theory für mehr als ein Jahrzehnt. Diese Rolle als Penny half ihr ordentlich Geld zu verdienen, da sie erstaunliche 1 Million US-Dollar pro Folge bekam. Aber ihr Aufstieg zur Berühmtheit begann schon im Kindesalter. Cuoco wurde am 30. November 1985 geboren und ihre Eltern haben sie in ihren verschiedenen Bestrebungen unterstützt. Dazu zählte auch die Schauspielerei. Sie erzählte der New York Post 2017: "Es gab keine große Erkenntnis, als ich nach Kalifornien gezogen bin und Schauspielerin werden wollte. Es war einfach so, als wäre ich dafür geboren worden. Das finde ich lustig, denn bis zum heutigen Tage fühle ich das immer noch so." Cuoco tauchte neben Denzel Washington im Film Virtuosity von 1995 auf und sie spielte eine jüngere Version von Ellen DeGeneres Charakter in der Sitcom Ellen von 1996. Im darauffolgenden Jahr konnte Cuoco Jennifer Aniston erzählen, wie sehr sie sie verehrte, während sie an der romantischen Komödie Picture Perfect arbeitete. Und mittlerweile ist Cuoco dank ihres Durchbruches genauso ein Star wie Jennifer Aniston geworden, als sie nur ein paar Jahre danach ihre erste große Fernsehrolle ergattern konnte. 2002 bis 2005 spielte Kaylee Cuoco die Bridget Hennessy in der ABC-Sitcom Meine wilden Töchter. Der Charakter war das Klischee des beliebten Teenager-Mädchens. Hübsch, albern und von Jungs besessen. Bridget hatte auch die Angewohnheit, ihre Taille zu entblößen und eine Neigung dazu, mit ihrem überprotektiven Vater aneinander zu geraten. Bridgets Vater wurde vom Three's Company-Star John Ritter gespielt, der mit nur 54 Jahren starb, nachdem er 2003 am Set von Meine wilden Töchter plötzlich krank geworden war. Cuoco erinnert sich gern an die Zeit mit ihrem Fernsehvater und erzählt von dem Moment, wie Ritter sie direkt überzeugt hatte, als er seine Vaterrolle gleich am ersten Tag auspackte. Während eines Auftrittes im September 2018 in der Reels-Serie Behind Closed Doors sagte Cuoco, dass sie schon wie ihr Charakter gekleidet war, als Ritter reinkam und ihr knappes Outfit sah. Er sagte ihr ernst, dass sie einen Pullover überziehen sollte, bevor er jemanden im Raum einen Pulli abnahm, damit sie sich damit bedecken konnte. Wie Cuoco erklärte, und er sagte: "Zieh dich von jetzt an bitte so an. Das war unser Kennenlernen. Ich habe ihn von diesem Moment an geliebt." Während eines Interviews im April 2014 mit Cosmopolitan offenbarte Kaylee Cuoco, dass sie Brustimplantate bekam, als sie 18 Jahre alt war. Während einige Prominente sich für ihre Schönheitsoperation schämten, beschrieb Cuoco die Aktion, sich unter das Messer zu legen, wie folgt: "Die beste Entscheidung, die ich jemals getroffen habe." Cuoco erläuterte, warum sie sich für eine Brustvergrößerung entschieden hatte, als sie im Dezember 2014 mit Redbook sprach und sagte: "Ich hatte keine Brüste und es war wirklich das Beste. Ich fühlte mich immer schon falsch proportioniert. Meine Implantate machen mich selbstbewusster in meinem Körper. Schönheitsoperationen haben eine Menge Risiken und können ein wahrer Karrierekiller sein, aber nachdem sie ihrem Selbstbewusstsein einen Boost verpasst hatte, bekam Cuoco die Rolle ihres Lebens in The Big Bang Theory." Eine von Kaylee Cuocos größten Liebschaften war eine, die sie jahrelang geheim gehalten hatte. Während einer Folge von Dax Shepards Podcast Armchair Expert im November 2020 erinnerte sie sich daran, wie sie sich Hals über Kopf in Johnny Galecki verliebt hatte. Den Mann, der ihren verliebten Wissenschaftler-Schwarm Leonard in The Big Bang Theory spielte. Cuoco erklärte: "Als wir die Pilotfolge drehten, war ich so verliebt in Galecki, aber er hatte eine Freundin. Aber sobald Galecki frei war, dateten er und Cuoco sich 2 Jahre lang, beginnend im Jahr 2007. Über die Beziehung sagte Cuoco dem CBS Watch Magazine 2010: "Es war so ein großer Teil meines Lebens und niemand wusste davon. Es war eine wunderschöne Beziehung, aber niemand verlor ein Wort darüber und wir gingen nie zusammen irgendwo hin. Wir haben uns und die Serie so sehr beschützt und wollten, dass nichts das zerstören kann." Unglaublicherweise blieb die Freundschaft der Co-Stars auch nach der Trennung erhalten. Während ihres Interviews mit Cosmopolitan im Jahr 2014 sprach Kaylee Cuoco offen über ihre Sommerliebelei 2013 mit dem Man of Steel-Schauspieler Henry Cavill. Ihre Liebschaft dauerte nur 10 Tage, aber Cuoco offenbarte, dass das einen nachhaltigen Effekt auf ihr Leben hatte. Einige Fans spekulierten, dass die Romanze nur eine PR-Aktion war, aber Cuoco schien von der Aufmerksamkeit genervt gewesen zu sein, die die Beziehung erregte. Sie erzählte Cosmopolitan: "Niemand folgte mir, bis ich Superman getroffen hatte. Ich war bereits 20 Jahre in diesem Business und mein ganzes Leben lang konnte ich überall hingehen und alles Mögliche machen. Es gab bis vor 7 Monaten nicht ein einziges Paparazzi-Foto von mir. Das Wiedererkennen war verrückt." Wow, how many Superman-Movies are there? Nur Wochen nachdem sie und Cavill sich getrennt hatten, sprang sie in eine weitere schlagzeilenwürdige Beziehung mit dem Profi-Tennisspieler Ryan Sweeting.
Das Paar heiratete an Silvester 2013, aber ließ sich bereits nach 21 Monaten Ehe wieder scheiden. I love hard and when it's over, it's over and some people make mistakes. Kaley Cuoco entdeckte ihre erste große Rolle nach Big Bang Theory durch Zufall. Die Schauspielerin war bei Amazon shoppen, als sie über die Zusammenfassung des Romans The Flight Attendant stolperte. Um sicherzugehen, dass sie die Rolle bekam, gründete Cuoco ihre eigene Produktionsfirma und castete sich selbst als Cassie, eine Flugbegleiterin, die sich nach dem Aufwachen eines Morgens im Bett mit einem toten Mann wiederfindet und keine Ahnung hat, wie er dorthin gekommen sein könnte. Als nächstes wird Cuoco die Hollywood-Legende Doris Day in einer limitierten Serie porträtieren. Sie arbeitet ebenso emsig an einer neuen Staffel von The Flight Attendant. Die Dinge stehen gut für die Schauspielerin und es scheint keine Grenze zu geben, wie hoch sie noch fliegen kann. Schaut euch eines unserer neuesten Videos direkt hier an. Außerdem kommen bald noch weitere Looper-Videos über eure Lieblingspromis. Abonniert unseren YouTube-Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst.